19, genau. Dann eins raus. So. Dann befüllen wir unser Dingens hier. Wir machen jetzt erstmal die Diamond Pickaxe. Wo bist du? Wo bist du? It is so complicated. Ah, nee, Diamond Pickaxe ist schwer. Wo sind die scheiß Anziehsachen? Ah, ja, hier. Ah, nee, das. Ah, shit. Oh. Ah. Das geht ja gar nicht. Man kann ja Rüstungen gar nicht befüllen. Ah, das ist doof, das ist doof. Was für Ding? Ja, eine Rüstung gibt dir am Hopper. Du verrückte. Hat die. Oh, small. Ah, nee, komm mal. Mach mal. Ist kein Ding. Eine Rüstung zählt als als ein Stack. Brauchen wir hier 17? Warum funktioniert das jetzt bitte nicht? Da müssen wir gucken. So, wir haben hier eine Rüstung drinnen, wenn eine zweite drin... Das geht ja auch nicht. Nein, das geht ja gar nicht. Ah, kacke. Ich kann ja keine zwei Rüstungen aufeinander stacken. It's impossible. Ja, okay. Und wann schaltest du dich jetzt wieder aus, du beschissenes Ding, du? Man kann Rüstungen nicht sortieren, Marco. Und Pickaxes und so. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Dann find es heraus. Ja, wie? Wie? Challenge accepted. Aber wie? Ja, das nicht. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Da kommen keine Torchen. Entschuldigung. Okay. Wenn was raus muss, muss raus. Ein Mann muss auch mal seiner Wut freien Lauf lassen. Gegen Ausraster. Kommt jetzt der Button. Wie check ich Rüstungsteile? Das geht gar nicht. Das ist ein Stack. Bin ich da gerade blöd? Ja, aber es geht ja gar nicht, wenn. Es muss ja irgendwo Platz sein, dass eine neue reinkommt von oben, wenn es sortiert werden soll, aber das geht ja gar nicht, weil da müsste ja ein leerer Slot sein und dann wird es ja auch irgendwas anderes reinnehmen. Ich bräuchte eine Diamond Pipe, Marco, von Feed the Beast. Die wäre ganz gut. ja, okay, dann hat sich's eigentlich schon erledigt mit dem Reinsortieren von den Items. Was aber echt doof ist. Muss man die per Hand befüllen. Ey, was ist denn los? Ich krieg da gar nichts hin. Die Mats kann man ja selber befüllen. Das geht ja, das ist kein Ding. Automatisch befüllen. Da passt ja auch das System. Nur das ist halt echt schade, die Rüstungen. Wie könnte man die befüllen? Wie erkenne ich, ob das ein Goldhelm ist oder ein Diamondhelm? Ich darf aber nicht an sein. Was mache ich dann? Gar nicht so einfach, gar nicht so like einfach. A Bro. Nee, mach ich doch nicht wie like a Bro, weil irgendwie geht das gerade nicht. Das kann man gar nicht. Gibt nichts, was man nicht kann. Halt die Klappe. Bau an deinem Counter. Fuck you. Wie der nicht will. Der will einfach nicht. Okay, ich bastle jetzt einfach mal irgendwie rum und... Warum? Hallo? Wie wär's mit... Repeater? Dings und Block und... Auch ein Block? Nein? Krieg das Signal einfach grad nicht kompakt dahin, Adam. Krieg ein Ausraster. Hilf mir mal.
Du blöd. Ja, ich komme mal rüber. Das ist schade, das ist schade. Ich würde das gern. Also man kann schon machen, dass man die Rüstungen dann selber. Verloren, da. Ich komme. Dass man die Rüstungen selber befüllt, aber die Mats kann man selber befüllen. Was kriegst du nicht hin? Also, was ich brauche ist, dass diese Torch ausgeht. Für einen bestimmten Zeitraum. Der Zeitraum ist hier unten bestimmt, aber jetzt brauche ich dieses Signal hier von dieser Torch, ja? Das habe ich jetzt so gemacht. Also ich habe hier eine Slap-In, hier unten das quasi ein Redstone, ein Repeater und dann ist das Signal jetzt hier. Also quasi da. Siehst du? Dieses Signal muss ich jetzt eigentlich warte, ganz kurz, ich habe nicht so geschätzt gehört. Da muss das Signal hin. Und ich weiß nicht, das ist ja eins breiter, das ist ja doof wieder. Ja, aber das Ding ist, dass ich da nicht reinkriege. Wenn du das Ganze um 1 nach rechts noch verschiebst? Wenn ich so mache, zum Beispiel, dann geht's nicht. Was? Wenn du das Ganze um 1 von hier aus jetzt nach links verschiebst, damit der Knopf dann an der Stelle vom Repeater ist. Ja, das ist. Ach so. Ja, dann geht's halt hinten weiter, ne? Ja, nee, weil du brauchst ja nicht so viel Ticks. Wahrscheinlich machst du hier eins kürzer. Warum brauche ich nicht so viel Ticks? Das ist genau das, was ich brauche. Ja, testen wir es mal aus. Verschieben wir es mal um eins. Also, Dings ist zu kurz dann quasi. Also, weißt schon, hier. Ich kann jetzt das Ganze verschieben, ne? Das ist kein Problem. Also, weißt du, ich würde es einfach nur hier, nur das erstmal verschieben. Da hinten würde ich es lassen, um eins zu kurz und dann mal testen. Dann haben wir hier den Button. Button? Ein Button kannst du auch gleich so rein. Ist rein. Ey, provokant, ja? Jetzt mal so. Hier war irgendwie noch Redstone drauf, gell? Ja. Im Grunde schon. Also sieht irgendwie nicht so aus wie vorhin. Vorhin sah es anders aus. Ja, das liegt daran hier. So, jetzt. Dann ist hier eigentlich der Repeater gewesen, aber du kannst den Button auch dahin bauen. Oder dahin halt. Da. Okay. So, wo braucht man das Signal jetzt? Das kann man. Also, was wir brauchen, ist dieses Signal da. Das brauchen wir, ja? So, welches, wenn wir hier einen Block setzen. Da, das von der Torch. Ach so, das war das. So. Wenn ich jetzt sag, ich nehme das hier ab, dann ist der Hopper dran. Ne? Das heißt, es geht für immer geprägt. So. Wie wir es machen können, ist aber das da. So und so. Dann ziehen wir es da runter. Dann können wir es quasi zum Beispiel hier oder in dem Fall dann da abdings. Nur die Frage, wie man das am besten dahin kriegt, weil hier ist ja immer noch das beschissene Redstone. Shit. Ja. Noch um eins verschoben sein. Dann wird es wahrscheinlich zu kurz. Ich kann uns nicht mehr rausretten. Es wäre im Grunde wäre es kein Problem, solange. Ja, wobei doch, es wäre ein Problem. Das Einzige, was noch gehen würde, wäre quasi das Signal so hier drüber zu kriegen. Oh, warte, ich glaube, wir sind blöd. Wenn wir hier einen Comparator haben. Ja. Und ich drücke den Reset-Knopf unten und der macht alles an. Und sobald der Comparator ein Signal kriegt, wird es wieder ausgemacht. Ja. Fertig, oder? Ja, im Prinzip kann man es auch so machen, ja. Ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Warte, kann ich es kurz abreißen? Ja, mach mal.
Ja, die Fackel hier drunter, die bleibt, gell? Ja, die bleibt. Oder? Ja, die ist Wayne. Brauchen wir nicht. Genau, das ist geblockt jetzt hat. Und dann muss hier die Fackel ja angehen. So, und sobald der hier ein Signal hat. Hoppla. Das ist ein bisschen doof mit dem Signal, das ist so lang. Wäre so cool, wenn man das so abnehmen könnte, gell? Schon so. Ja. Ja, du kannst es halt so machen. Ah ja, stimmt. Das ist gut, so. Wunder, kein Problem. Und das Signal deaktiviert dann wieder. Das war schon mit dem Knopf, aktiviere ich. Machen, dann können wir so jetzt hier den Reset-Knopf drunter machen, gell? Ja, ist wurscht. Hoppla. Da braucht man nur irgendwie was uns das hier so anmacht. Ein T-Flip-Flop. Was für eine vom Platz her? Ne, wir können uns so ein Zylinder-Dingens bauen einfach. So ein Zylinder-Dingens, was auch ein T-Flip-Flop ist eigentlich. Ja, nur. Ja, bad. Bitte. Ups. Das wollte ich nicht, genau nicht. Wird glaube ich nicht so gut funktionieren. Warte. Du musst es nicht so groß bauen, wir sind nicht in keine Ahnung, 1.4. Ich wette, das macht wieder irgendwann einen Bug, aber okay. So, der Button macht's hier an, genau. Und das Ding macht's aus. So, oder? Theoretisch, ja. Ne, ich habe die Blöcke vertauscht, weil jetzt ist es auf aus, andersrum. So muss es sein. So. Oder? Ja. Nee. Doch. So, jetzt. So. Wenn ich jetzt den Reset-Knopf drücke, passiert gar nichts, weil da kein Kabel ist. Darum, weil da kein Kabel ist. So, das wird hier auch nicht funktionieren, weil da muss ein Repeater hin. Warum hat das ein Signal gegeben? Achso, weil hier. Okay, das wäre. Das war eigentlich noch besser gelöst, stimmt schon. Ein kleines Problem gibt's da nur. Und zwar? Nochmal. Ich counter und. Hoppla. Auch mal nicht zu schnell drücken. Jetzt können wir noch schneller machen. Ne, warte. Ich brauch's aufs Letzte. Genau. Ja, warum? Ah, ne, ja, hat's geklappt? Ne. Was für ein Ding? Ja, aber schon. Jetzt hat sie's nicht resettet. Ich hab's aufs Letzte gemacht und dann den Reset gedrückt. Und der Piston war unten noch gespannt, während das schon ein Signal bekommen hat. Dann müsste das hier ein bisschen verzögert sein. So. Hä, hey, was? Ich raste immer noch nicht. Das muss doch funktionieren. Warte, so. Nein, warte. Es ist auf 1, gell? Jetzt drück hier den Reset-Button. Dann funktioniert das gar nicht mehr. Ja, darum, weil da ein Signal drauf ist. Ach so, nein, fuck, wir müssen das doch so machen, ich depp. Passt schon. Ach so, du hast aber. Okay. So, warte. Jetzt ist es an der ersten Stelle. Jetzt reset ich. Und das Ding tickert durch. Ja? Und vorhin war es ja so. Ja. Wenn ich jetzt aber das Ding erstmal auf die letzte Stelle wiederbringe. Oh. Wie wär's, wenn du es einfach rausnimmst und reinsteckst? Ich weiß! So, genau. Wenn ich jetzt halt reset, klappt's nicht.
Weil der Piston gespannt ist und der andere schon das Signal drauf hat und es sich nicht resettet. Achso, ja, dann musst du. Ja, okay, dann musst deswegen du hier auf zwei Ticks gehen. Oder? Nee. Ach nee, ja, auf. Viel länger. Man braucht 8 Ticks. 8 Ticks braucht man. So müsste es klappen, wahrscheinlich. Ja, genau.